Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 3 zusammen mit dem Enno. Hallo. Und ja, in der letzten Folge hatten wir ein paar technische Schwierigkeiten. Erstens von meiner Seite aus, dann wieder von Ennos Seite aus. So komisch es klingt. Und ja, jetzt wollen wir uns nur kurz noch ein Audiolog uns anhören. Ja, aber davor gibt es noch mal ein paar Gegner. Nur noch 100 Meter. Bis zu den Gegnern. Nicht zurückhalten! Frisst die RPG! Aua! Boah! Der nächste! The next one! Das gefällt mir! Aua! Also wenn dir das jetzt Schaden gemacht hat, ne? Nee. Ach, das ist... Ah, schön, das ist so ein Molliger. Die... Jetzt habe ich keine Muni mehr. Bei Borderlands 2 haben die immer im hohen Schwierigkeitsgrad guten Loot fallen gelassen. Okay. Die erkennst du gut daran, dass die so ein weißes Fell auf dem Rücken haben. Oh, bei mir gab es auch was Gutes. Lila Schrotflinte. Und eine blaue Granate. Nee. Bei mir liegt hier eine schöne Schrotflinte. Contract Grenade. Und noch zwei was Grünes. Ja, tausche ich mal gegen die Money Longbow. Ein Schild und noch eine Tidoir SMG. Ich die ganzen Waffen mal ja. als Dingens markieren. Favorit oder Schrott, ja. Lohnt sich. So. Ohne Witz, selbst die Sachen, die wir von Dingens bekommen haben, kann ich alle als Schrott markieren. Also die ganzen Legis und so. Ist ja klar. Die werden uns zwar ein bisschen was bringen, aber auch nicht für ewig. Ja. Ah, hier ist noch ein Echo-Lock. Geil, erstmal durchpusten. Mit Anbruch der Nacht färbt sich der Sand rot. Ein neuer Clan hat die Einöde erreicht. Glutauge sagt, sie haben jeden Clan von den Parched Fathoms bis zum Kampf von Devil's Razor erobert. Und ihre Anführerin soll eine Hexe sein. Glutauge behauptet, ihr Verstand könne Männer verschlingen. Okay, da sind einige von hier verteilt. Und bis wir alle gefunden haben. Wie gesagt, ich habe heute 6 Stunden alleine gebraucht, um die gesamte Map zu erkunden. Okay. Inklusive aller Nebenmissionen. Okay, ich schaue mir gerade Flügelskills. Die Skills links und rechts des Skillbaums werden freigeschaltet, sobald du genügend Skillpunkte investiert hast. Du musst diese Skills ausrüsten, um sie nutzen zu können. Okay. Was meinst du? Du meinst dieses links und rechts? Mhm. Diese Zusätze für deine Hauptskill. Ah. Aura Tiger. Wandelt Amaras Action Skill zu Korrosionsschaden. Ja, da kann ich meinen Jabber dann später noch umwandeln. In verschiedene, beziehungsweise in 2 verschiedene Formen. Ich habe gerade Claptrap aus. Wenn ich den einen nutze, dann bekommt mein Jabber statt einem Revolver eine SMG. Und wenn ich dem einen Angriffsbefehl gebe, mit gedrückter Skill-Taste, dann zückt dann Raketenwerfer. Alles klar. Wenn ich das jetzt machen würde, dann würde der... Warte mal, kann ich das mal? Nee, das macht er jetzt nicht. Brauche wahrscheinlich einen Gegner für. So, dann wollen wir mal Hacke-Peter töten, wa? Machen wir mal Hack draus. Ja, und das Hacke-Peter wird Kacke später.
Schnellreise zum Auto und hinfahren. Mach mal kurz das Navi. Du fährst da jetzt schon richtig. Also wir haben im Endeffekt zwei Wege. Wir können über den Weg hier vorne rein oder wir können hinten rein. Ja, okay, aber ich würde sagen, machen wir erstmal hier. Lag? Schon wieder? Nur reiner Lag. Und jetzt ruckelt's bei mir wieder. Was ist ich hier los? Dich, Bestie. In einer Minute hol ich dich hier. Mit in die Bestie. Töte. Ja, genau. Dein Affe ist so nutzlos. Ja. Wieso? Ich hab Hacke Peter zu Hackfleisch gemacht. Das mit dem Blutvergießen hast du nicht helft? Ganz verstanden. Ja, ich helf dir doch schon. Bleib doch stehen. Ach so. Nein. Ich kann nicht nachladen. Oh Mann. Den ersten haben wir. Okay. Ich kann nicht nachladen. Ah, ich habe keine Muni mehr, verdammte. Ach, du bist das. Ja. Ich muss mal kurz das Equip ändern. Und merkwürdig, dass wir hier immer wieder Lecks drin haben. Ja, ist halt so. Kann man jetzt im Endeffekt nichts großartig gegen machen. Ist so, aber muss trotzdem nicht sein. Da stimme ich dir aber zu. Bleib hier. Trüffelbeißer und lass dir deinen Trüffel beißen. Das war eine gute Jagd. Hier noch was? Ja. Ich glaube, hier gab es null. Nee. So. Brauchen wir noch mal ein bisschen Skagfleisch. Hier vorne soll auch das letzte Stück liegen. Genau. Zack. Ich höre dich, Bestie. Inventar voll, prima. Ich muss mal kurz verkaufen gehen. Ja, da stimme ich dir zu. Komm. Wobei, soweit. Wenn er mal den Punkt anwählen würde, ist es nicht. Sogar Hirnteile. Halbe Schlag zu. Also das kauft mir sicher keiner mehr ab. Wenn sie dir viele Kills bringen. Und wieder ein unschlagbares Schäfchen bei Marcus Munitions. Du weißt, wo du... Ja. Ich habe mal kurz was umgestellt bei der Grafik. Hoffentlich gibt es sich ein bisschen... Okay. Nicht, dass das Problem aufgrund der Grafikkarte, dass die hierher kommt, zustande gekommen ist. Also da habe ich nicht das Problem. Ja, ich habe ja gerade mal eine 79 Ti. Ist gerade mal für die minimalen Voraussetzungen. Ausreichend. Das heißt 1080p. Das heißt, die kann auch an ihre Grenzen kommen.
Ja, klar. Ja, ich streut mich eigentlich gegen den neuen Rechner. Ist ja immer so ein teurer Spaß. Mhm. Warte mal. Warte mal, gab's da was? Hier auf dieser Klippe? Hinter uns? Keine Ahnung, ich liefere aber mal kurz unsere Ware ab. Ja, mach das. Damit zeige ich es dem arroganten Pfannwender-Bastard. Wenn die Leute erst meine neuen verbesserten Skagdogs probieren, stehe ich wieder an der Spitze des kulinarischen Abends. Und du bekommst eine Skagdog-Flatrate. Hoffentlich hast du Hunger. Nee, danke. Nein. So. Ready for the next? Du meinst Next Mission? Mhm. Welche war. Na gut, die Undertaker liegt auf dem. Die liegen eigentlich alle auf dem Weg der Hauptmission. Das Navi sagt falsch. Links halten etwas. Und hier jetzt rechts. Aber ihr seht nochmal. Guardiert Gegner. Warte mal, da. Der Undertaker, dieser NPC, liegt hier links von uns. Also ich muss echt sagen, die Waffe gefällt mir. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Hm, wo soll der liegen? Nicht jetzt! Oh, was ist das? Die sieht ja mal gut aus. Eine Okay. Aua, ich bin on fire. Da ist der diebische Unterhosen-Kobold. Schnapp ihn dir. Nicht heute. Ach, das ist cool. Diesen Angriffsbefehl kann ich auch beim Dauerfeuer geben. So. Verdammt! Mich hat's doch noch nicht erwischt. Aber warte mal, wir haben von oben noch ein paar Sturmfriede. Netter Kill! Der Unterhosen-Terror des Unterhosen-Räubers ist vorbei! Komm zurück zu mir für die Nachbesprechung. Von mir wird er keine originalen Red Stars mehr klauen, das steht fest. Dank dir ist Pandora jetzt sicherer Kammerjäger. Der kommt bitte! So, hinter uns noch. Ja. Ah. Bam. Kopfnuss. Bam. Headshot. Oder noch? Jetzt aber. Oh, wird das mal angespritzt. Also, ich will nichts sagen, aber dem fehlen irgendwie die Arme und Beine. Wem? Ihm hier. Hä? Da liegt das. Ah, Leiche. Hier. Dem fehlt auch der Kopf. Bei mir fehlt ihm der Arm und Beine. Aber gut, sind wir hier fertig? Ja, sind wir fertig. Warte, hinter uns gibt's noch eine Waffenkiste, wenn du die willst. Dort oben. Kurze Kletterarbeit. Boah. Warte mal. Boah, die sind ja gerade noch gesehen. Oh.
und grüner Müll. Ja, immer, das Geld, ne? Ja, immerhin Geld. Und ich habe eine Herausforderung geschafft. Erbeute oder kaufe grüne Waffen. Ja, und für solche Herausforderungen kriegt man jetzt jeweils Iridium. Ah, dafür kriegst du das Iridium? Nicht nur dafür. So, oder nicht nur davon. Geradeaus. Die andere dürfte auch dort drin liegen, ja. Aha. Hat sich bei mir das etwa wieder umgestellt? Oh, ich hasse es so. Irgendwie hat sich die Steuerung wieder umgestellt, dass ich die Mission nicht mehr einfach so... Nee, das war im Fahrzeug anders gestellt. Oh. Dass sie das außerhalb des Fahrzeugs und im Fahrzeug noch separat halten. Unnötig. Jo, ist halt so. Ne? Option, Steuerung. Ah, jetzt könnt ihr mich auch mal... Gott. Bewegung, fahren... das ist doch alles gleich eingestellt. Trotzdem will er es nicht. Hä? Oder heißt es beim Fahren, dass ich wirklich selbst am Steuer sitzen muss? Wahrscheinlich. Wir können uns jetzt nicht mit solchen Lappalien aufhalten. Ja, wobei, 5 Minuten kriegen wir das, glaube ich, für die Nebenmission nicht hin. Probieren wir es einfach. Ja, bist richtig. Das ist jetzt ein größeres Banditencamp. Und ich glaube, meine Waffen sind etwas underpowered, ja. Lass das Blut fließen. Batterie, dass es mir leid tut. Komm nieder mit den Ketzern. Lass dir das eine Lehre sein. Sorry, mach mich zum Lärm. Was bist denn? Zitrin C4 oder was? Noch einer. Mehr. Weil er sagt gerade, man macht... das macht ihn zum Märtyrer. Den hast du jetzt nicht gebracht. Doch. Ja, leider. Warte mal, wir müssen dort hoch. Anti-Ständerband. Warum? I don't know. Das klingt ja reizend. Nur mal so unter uns. Daher nehme ich meine gesamte Macht. Was ist jetzt das nächste? Irgendwie hier unten. Ah, ja. Na, das ist doch mal ein schöner Steckbrief. Da kommt die Bluthand richtig gut zur Geltung. Die trage ich seit meiner zweiten Blutfehde. Nein, seit der dritten. Genau, die zweite war der Krieg, den ich einem Berg erklärt habe. Rate mal, wer von uns noch steht. Nur ein toter Berg ist ein guter Berg. Really? Anscheinend schon. Ich tausche aber trotzdem noch mal kurz durch. Als ich meinen ersten Banditenclan gegründet habe, musste man auch sein blutiges Gesicht an einen Felsen ran, um ein Abbild von sich zu kriegen. Wofür halten sich die Kalypso-Zwillinge überhaupt? Für Götter? Weißt du, anscheinend schon. Muskeln hat auch mal jemand göttlich genannt. Ist doch fast dasselbe. Nope, das ist nicht dasselbe. Und ich bin der Herr! Hui! Na, hau ab, Mädel. Tschüss. War keine Muni mehr. Oh, oh.
Warum ist noch eine, die müssen wir erstmal holen? Beziehungsweise eine. Tick, tack, hier ist die Todesuhr. Ja, man hat gesehen, wie schnell du gestorben bist. Wie viel kommt denn noch? Ich sterbe für die KDK. Gut, und jetzt füttere den Scanner mit den Steckbriefen. Wow, ich erkläre dir das gerade wirklich, oder? Ja, leider. Nee, hast du nicht, tut mir leid. Abflugmädel. Oh, und ich habe ein extremes Ruckeln. Oh, Gott, ich glaube, der Rechner ist wirklich überlastet. Das kann doch nicht. Und? Wie sind Sie geworden? Siehst fit aus. Fast so definiert wie ich. Aber nur fast. Komm schon, ich weiß. Du musst doch nicht so nett sein. Los, tauschen wir welche von den scheiß KDK-Statuen gegen mein Abbild aus. Oh Gott. Ja, lass es uns hinten uns bringen. Tschüsschen, KDK. Und hallo. Gut, ich würde aber sagen, dass wir diese Quest erst in der nächsten Folge beenden. Und ja, wir sehen uns dann. Halt doch die Fresse, Mann. Ich liebe diesen Tag. Ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, wünsche ich noch viel Spaß und ciao. Ciao.